أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته قال رسول الله أنا مدينة العلم وعلي أبابها Der gesegnete und geliebte Prophet sagte eins, ich bin die Stadt des Wissens und Ali alayhi salam ist ihr Tor. Was für eine gewaltige und eindeutige Aussage. Wer ist dieser Ali, der vom Propheten als Tor des Wissens bezeichnet wurde? Es ist Imam Ali alayhi salatu wassalam, der rechtmäßige Nachfolger unseres Propheten, der rechtmäßige Kalif, der Schwiegersohn unseres Propheten, der Ehemann, der Mutter aller Gläubigen, Fatimatu Zahra, alayhi salatu wassalam, der Befehlshaber der Gläubigen, Amir al-Mu'minin. Er ist am 13. Rajab, 23 Jahre vor der Hijra geboren. Und ich möchte heute die Zeit nutzen, um euch über seine Geburt zu berichten. Als Fatima bint Asad ihre Wehen bekam, lehnte sie sich vor Schmerzen an eine Wand der Kaaba und bat Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe. Wie durch ein Wunder öffnete sich diese Wand und Fatima bint Asad hörte eine Stimme. O Fatima, betrete das Haus. Sie trat ins Innere der Kaaba ein und anschließend verschloss sich wieder die Öffnung. Abbas ibn Abd al-Muttalib, der Onkel des Propheten, hatte das Wunder mit eigenen Augen gesehen. Er und seine Gefährten versuchten vergeblich in die Kaaba einzudringen, doch es gelang ihnen nicht. Abbas ging zu Abu Talib und erzählte ihm von dem Wunder. Abu Talib besaß sogar den Schlüssel zur Kaaba und versuchte die Tür mit dem Schlüssel zu öffnen. Doch die Tür ließ sich nicht öffnen. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in ganz Mekka. Fatima bint Asad verblieb 3 ganze Tage in der Kaaba und kam erst am 4. Tag mit ihrem Säugling auf dem Arm heraus. Draußen warteten bereits die Frauen von Abbas ibn Abd al-Muttalib und seiner Gefährten. Die Frauen fragten Fatima bint Asad, wie der Name ihres Neugeborenen sei. Und sie sprach, als ich in der Kaaba war, hörte ich eine Stimme sprechen. Die sagte, nenne dieses Kind Ali. Der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, erwartete das Neugeborene bereits. Imam Alis Geburt in der Kaaba ist einzigartig. Niemand hatte in der Menschheitsgeschichte die Ehre, in der Kaaba zur Welt zu kommen. Imam Ali alayhi salatu wassalam wurde als einziger Mensch in der Kaaba geboren. Dies ist eine der vielen Ehren, die Imam Ali alayhi salatu wassalam zu Gesicht bekam. Und als Abschluss möchte ich an euch, vor allem an die Kinder, an die Jugendlichen, aber auch an die Eltern appellieren, wenn wir schon beim Thema Status der Ahlul Bayt alayhi salam sind. Der Koran zeigt uns den Weg in schriftlicher Form und die Ahlul Bayt führt uns diesen Weg vor. Keine Religion ist so eindeutig wie der Islam, kein Weg ist so eindeutig wie der Weg der Ahlul Bayt. Der Prophet sagte nicht ohne Grund, wahrlich, ich hinterlasse euch zwei schwerwiegende Dinge. Das eine ist das Buch Allahs, Kitab Allah, in dem Licht und Leitung ist. Das andere ist meine Ahlul Bayt alayhi wassalam. Ich erinnere euch im Namen Allahs an meine Ahlul Bayt. Ich erinnere euch im Namen Allahs an meine Ahlul Bayt. Und ich erinnere euch im Namen Allahs an meine Ahlul Bayt. Dies sagte er 3-mal. Wichtige Werte wie Frieden, Gerechtigkeit, Toleranz, Bildung, Geduld, Mut, Durchhaltevermögen. Wallahi, niemand verkörpert diese Werte besser als unsere Propheten und unsere Ahlul Bayt.
Vor allem in heutiger Zeit, wo in Schulen oder sogar im Kindergarten immer mehr Fragen nach der Identität, nach Geschlechtern, nach Diversität auftreten, ist es wichtig, dass wir unsere eigenen Identitäten nicht verlieren. Und um das umsetzen zu können, hilft uns nichts anderes, als sich mit dem Koran auseinanderzusetzen und der Ahlul Bayt alayhi wassalam zu folgen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.